das war 1987. Wir haben einen Trip geplant durch Afrika und dabei haben wir Sahara durchquert. Ziel der Reise war, dass wir nach Westafrika gefahren sind, Accra, um in einem Kinderheim zu helfen, materiell und finanziell. Derjenige, der Zugang hat zum Wasser, für den ist das Leben gesichert. Das Kamel ist einfach vertrocknet, weil er nicht genug Wasser hatte. So wie dieser Kalb, genauso. Ausgetrocknet. Die haben nächste Wasserquelle nicht erreicht. Du hast in Sahara ungefähr 600 Kilometer, wo überhaupt niemand, keine Tankstelle, nichts ist. In den Ortschaften hast du Wasser, aber du hast lange Abstände, wo du überhaupt nichts hast. Ne? Hier, das sind diese Wasserkanisten, weißt du? Die haben wir dann aufgefüllt da hinten. Hier waren wir auf dem Camping aufgefüllt und dann haben wir halt aus den Kanistern gelebt. Ne? Haben wir dann Tee gekocht oder sonst etwas. Und so haben wir die in die Autos transportiert. Ne? Also hier sieht man halt sogar drei Kanister auf einmal. Ne? Wir mussten sparsam damit umgehen, vor allem, weil wir nicht wussten, wie lange wir dafür brauchen. Ob wir 5 Tage brauchen oder 10 Tage für das Stück. Das weiß man nicht, wenn du durch die Sanddünen fährst. Da hat man von vornherein gesagt, wir haben Kanister alle aufgefüllt. Bitte sehr gewissenhaft umgehen. Das hat man nicht gesagt. Da, wo Wasser ist, ist Leben. Und das hat mich vieles zum Nachdenken gebracht. Und dass ich schätze, das, was wir haben, und mit dem Wasser viel gewissenhaft umgehe. So, hi, wir sind Felix und Julius, wir sind beide Cousins. Ich bin 20, er ist 19, Raum Hannover, Raum Köln, da kommen wir her. Und ja, er ist angehender Student, ich bin selbstständiger Foto- und Videograf. Und wir sind wahnsinnig begeistert von der Reise, die mein Vater bzw. ja dein Onkel vor fast 40 Jahren durchgezogen hat. Ja, also mein Onkel ist ja vom Norden Afrikas bis in den Süden gereist und besonders beeindruckend fanden wir dabei eben, dass er die komplette Sahara wirklich einmal durchquert hat. Und ja, das ist ja so ein krasser Unterschied im Klima zwischen Deutschland und der Sahara, dass wir das eben auch einfach mal selber erleben wollen. Richtig fasziniert hat uns daran halt auch, wie sie damals mit dem Wasser umgehen mussten in der Sahara, weil wir gehen hier einfach zum Wasserhahn, füllen uns ein Glas, trinken und fertig. Und die mussten halt wirklich alles ganz genau kalkulieren und gucken, wo können wir die Kanister auffüllen, wann können wir wie viel trinken, wie lange brauchen wir bis zum nächsten Wasserplatz. Und ja, deswegen hat sich die Sichtweise unseres Onkels eben auch auf diesen ganzen Wasserverbrauch und so weiter geändert. Und das fanden wir halt echt faszinierend. Wir sind die Richtigen für den Trip, einfach deswegen, weil wir schon viel zusammen gemacht haben. Wir waren ein Jahr in Neuseeland Backpacken und viel auch sonst wandern in Deutschland unterwegs. Wir lieben das Reisen und ja, auch einfach mal was ganz Neues zu sehen und in eine ganz neue Klimazone und auf einen ganz neuen Kontinent zu gehen, wo wir beide eben noch überhaupt gar nicht waren. Und ja, wir sind abenteuerlustig und wir glauben, dass es auch für uns eine Herausforderung ist, einfach dorthin zu gehen und diesen komplett neuen Lifestyle und die komplett neue Kultur einfach kennenzulernen und wirklich einzutauchen in das, was halt mein Vater vor 40 Jahren erlebt hat. Da war eben Cut. Ich weiß nicht, war das okay oder war das blöd? Ich fand das eigentlich gut. Ja, das lassen. Ah, okay. Ja, hoffentlich überzeugt ihr das. Lass mal angucken. Okay.